Guten Tag, meine Damen, Herren und Diversen. Das Schicksal verschlägt uns heute nach Sagehorn. Und die Zuschauenden, die diesen Film kurz nach seiner Veröffentlichung sehen, können den Bahnhof bei einem zeitnahen Besuch genau so erleben, wie ich ihn hier vorstelle. Wer zu spät guckt, den bestraft das Leben. Der wird Sagehorn nicht mehr in dieser Form antreffen. Wir befinden uns auf der sogenannten Rollbahn von Hamburg ins Ruhrgebiet, 257,5 Schienenkilometer entfernt von Wanne-Eickel. Die Strecke Hamburg-Bremen und der Bahnhof Sagehorn gingen 1874 in Betrieb. Ebenso die Bremer Güterumgehungsbahn von Sagehorn zur Abzweigstelle Gabelung, die den Weg nach Wanne um 16 Kilometer verkürzt. Bis 1901 waren beide Strecken zweigleisig ausgebaut. Seit 1968 wird elektrisch gefahren, seit Mitte der 80er sogar mit Tempo 200. Der Bahnhof Sagehorn besteht heute aus je zwei durchgehenden Hauptgleisen Hamburg-Bremen und Sagehorn-Gabelung sowie einem Überholungsgleis. Die Ein- bzw. Ausfädelung der Güterumgehung erfolgt im Ostkopf mit 100 km/h. Bei Gegenverkehr ist, mit geringerer Geschwindigkeit, auch ein Wechsel auf der Westseite möglich. Als in der Frühzeit des Wochenendtickets noch überwiegend nicht modernisierte Silberlinge mit klappernden Fenstern und ausgelutschter Federung in den Rollbahn-Eilzügen liefen, fand ich es immer schwer beeindruckend, mit 140 Sachen über diese Weichen zu kacheln. Alles rappelte, hüpfte, schwankte und dann ballerte, Pünktlichkeit vorausgesetzt, auch noch der Intercity entgegen. Schrecktakulär, nix für Zartbeseitete. Aber zurück zur Infrastruktur. Neben dem Hausbahnsteig am Gleis 1 gibt es einen Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3, der über einen Fußgängersteg erreichbar ist. Diese Anordnung von Empfangsgebäude, Gleisen, Bahnsteigen und Brücke finden wir seit der Elektrifizierung auf vielen Bahnhöfen zwischen Hamburg und Bremen. Denn Tosted, Lauenbrück, Schäßel, Sottrum und Ottersberg sind bzw. waren bis zu späteren Modernisierungen ähnlich gestaltet. Über das Geschehen auf den Schienen wacht der Fahrdienstleiter in einem 1967 in Betrieb genommenen Stellwerk der Bauform SPDRL30 aus dem Hause Standard Electric Lorenz. Gerüchten zufolge muss sich jeder Sagehorner FDL zu lebenslang grün-weiß bekennen und im Rahmen der örtlichen Prüfung alle Werder-Spieler der Meistermannschaft von 1988 aufzählen. Im werktäglichen Durchschnitt wandern gut 200 Züge über den Stelltisch, von denen ein Viertel die Güterumgehung nutzt. Im Stundentakt macht die von der Metronom-Eisenbahngesellschaft betriebene RB-Linie 41 Station. Montags bis freitags 21 Züge in Richtung Hamburg, 23 nach Bremen. Kleiner Blick in die Vergangenheit. Bis 2010 wurde Sagehorn von DB Regio bedient. Zum Einsatz gelangten lokbespannte Wendezüge in der Relation Rothenburg-Bremen-Twistringen. Zu Spitzenzeiten, Mitte der 90er Jahre, 26 Zugpaare an Mo bis Fr. In frühen Planungen für die 2010 eingeführte Regio-S-Bahn Bremen-Niedersachsen tauchte die Linie RS5 nach Rothenburg auf, die jedoch nie realisiert wurde. Die Hamburger Schiene ist somit die einzige von Bremen ausgehende Strecke, auf der keine Nordwestbahnen anzutreffen sind. Noch ältere Ideen sahen eine durchgehende Verbindung von Oldenburg bzw. Nordenham über Bremen nach Rothenburg vor, die im Bereich Mahndorf den Bau einer Verbindungskurve zwischen der Strecke nach Hannover und der Güterumgehung erfordert hätte. Auch die Einrichtung einer Regionalstadtbahn nach Karlsruher Vorbild war zeitweilig im Gespräch. Die Züge wären auf den, in Anführungszeichen, normalen Bahnstrecken aus dem Umland herangeführt worden und hätten die Bremer City auf Straßenbahngleisen durchquert. Jetzt aber wieder in die Gegenwart. Ohne planmäßigen Halt in Sagehorn verkehren der RE4 und die IC-Linien 30 und 31 sowie diverse Verstärker- und Sprinterzüge zwischen Hamburg und dem Rheinland, teilweise mit Umfahrung von Bremen. Bei größeren Störungen, die eine Umleitung von Fernzügen über die Güterumgehung erfordern, halten diese zusätzlich in Sagehorn und oder Kirchweihe. Je nach Lust, Laune und ein paar unberechenbaren Faktoren ist gelegentlich auch der Flix-Train zu bewundern.
Ursprünglich sollte Sagehorn für dessen Vorgänger Hamburg-Köln-Express die Anbindung Bremens sicherstellen, wie dieser Abfahrtsplan von 2011 beweist. Tatsächlich kam der HKX erst 2012 ins Rollen und hat niemals planmäßig in Sagehorn gehalten. Güterzüge passieren den Bahnhof ohne Stopp, sofern keine Überholung durch den Fernverkehr oder den schnellen Metronom fällig ist. Das war nicht immer so, denn bis in die 70er Jahre hatte Sagehorn eine gewisse Bedeutung als Zugbildungsbahnhof, der zu seinen Hochzeiten 15 Gleise breit war und über einen kleinen Ablaufberg mit Rangierstellwerk verfügte. Auf diesem Foto von 1996 ist die frühere Ausdehnung zu erahnen. Die Nebengleise wurden kurz vor der Jahrtausendwende abgeknipst und entfernt. Die aktuell vorhandenen 5 Hauptgleise dürften einer gesicherten Zukunft entgegensehen. Anders als die Personenverkehrsanlagen, denen nur noch ein kurzes Leben beschieden ist, während ich diese Worte ausspreche. Der Bahnhof Sagehorn in seiner heutigen Form steht spätestens seit der Aufnahme in die 2008 präsentierte Modernisierungsoffensive Niedersachsen ist am Zug 2 zur Disposition. Die Deutsche Bahn bezifferte die Kosten für den Umbau am Originalstandort auf 7 bis 8 Millionen Euro. Zu viel bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 100 Millionen Euro für 40 Stationen. Als besonders problematisch erwiesen sich der zwischen Weichen eingezwängte und daher kaum verlängerbare Haus- sowie der nur 4 Meter breite Mittelbahnsteig. Bahn- und Landesnahverkehrsgesellschaft LNVG entwickelten daher die Idee eines neuen Haltepunktes 800 Meter westlich der bestehenden Anlagen, was bei der zuständigen Gemeinde Euthen auf wenig Gegenliebe stieß. Diese ließ daraufhin eigene Varianten zur Umgestaltung am bisherigen Standort untersuchen, die beispielsweise einen neuen Bahnsteig auf der Südseite vorsahen. DB und LNVG lehnten dies aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen ab und setzten der Euthener Lokalpolitik die Pistole auf die Brust. Keine weiteren Investitionen in den alten Bahnhof und mittelfristig dessen ersatzlose Stilllegung oder eben Errichtung des neuen Haltepunktes im Winkel der Strecken nach Bremen und Gabelung. Zähneknirschend stimmte der Gemeinderat im Juni 2015 der Verlegung zu. Die Arbeiten starteten im April 2020. Neben 2 Außenbahnsteigen entstehen ein Park-and-Ride-Platz und eine barrierefreie Fußgängerüberführung. Vorgesehen war die Eröffnung zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020. Wegen Verzögerungen bei der Kampfmittelsondierung, zusätzlichen Leitungsverlegungen, Personalmangel bei den Baufirmen und der simplen Tatsache, dass wir uns in Deutschland befinden, ließ sich dieser Termin nicht halten. Mit Stand März 2021 ist kein konkretes Inbetriebnahmedatum bekannt und so nutzen die Metronömer bis auf Weiteres den alten Bahnhof. Ob das jetzt für den gemeinen Sagehorner von Nachteil ist, sei dahingestellt. Abgesehen davon, dass Bahnsteige in Gleisbögen nicht der Weisheit letzter Schluss sind, bringt auch deren Lage auf der freien Strecke Probleme mit sich. Bei größeren Unregelmäßigkeiten zwischen Sagehorn und Bremen ist es Usus, dass von Hamburg kommende Metronome entweder in Sagehorn wenden oder über die Güterumgehung nach Kirchweih umgeleitet werden, dort Kopf machen und Bremen sozusagen durch die Hintertür erreichen. Die Möglichkeit der Umleitung bleibt mit dem neuen Haltepunkt zwar bestehen, aber ohne Halt in Sagehorn, weil die betroffenen Züge an keinem Bahnsteig mehr vorbeikommen. Aus demselben Grund wird zukünftig auch kein Metros Nomos mehr hier wenden. Das passiert dann schon in Ottersberg. Und somit kann sich der geneigte Reisende bei einer Totalsperrung zwischen Bremen und Sagehorn, anders als heute, auch nicht mehr in Richtung Hamburg aus dem Staub machen. Bei meinem Besuch vor Ort zeigten sich die Anwohner aus dem Umfeld des zukünftigen Haltepunktes übrigens erstaunlich kontaktfreudig und redselig. Einer äußerte Bedenken wegen nächtlicher Lärmbelästigungen und Sachbeschädigungen durch aus den Zügen steigende jugendliche Rabauken. Ein anderer gab sich positiv überrascht von der Schallschutzwirkung der neuen Bahnsteigkanten. Besondere Freude darüber, künftig quasi aus dem Garten direkt in den Zug springen zu können, habe ich indes bei keinem von ihnen bemerkt. Jupp, so sieht's also aus in Sagehorn.
Wer nochmal einen angestaubten 60er-Jahre-Bahnhof erkunden möchte, bevor dieser in die Geschichtsbücher eingeht, sollte dort schnellstens vorbeischauen. Das war's für heute von mir. Tschüss und bis demnächst in diesem Programm.